Hallo liebe Ladies und guten Morgen zu mein Outfit of the Day. Ihr seht, ich bin in den letzten Zügen. Ich war angezogen und habe mich dann wieder ausgezogen, weil mir eingefallen ist, es wird mal wieder Zeit für Outfit of the Day oder Outfit of the Week. Das letzte Mal habe ich vor einer Woche, glaube ich, ein Video gemacht, draußen, soweit ich mich erinnern kann. Aber heute mache ich mal wieder eins drinne. So. Was habe ich heute an und warum? Ja, ich habe heute eigentlich ein Sommerkleidchen in so einem Python-Schlangen-Look. Das ist, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses Rüschchen-mäßige. Auf jeden Fall das Gute bei diesem Kleid ist, dass es wirklich so ganz rumgeht, auch wenn man sich bewegt, dass es hier nicht offen ist und dass man so praktisch in der Mitte frei steht und luftig ist. Ja, mit langen Ärmeln, es ist ein ganz schönes Kleid. Der Stoff ist eigentlich, ja, nicht so vorteilhaft. Also ich weiß gar nicht mehr was. Ne? Ich hoffe, das ist keine Polyester-Schwester. Ich weiß es nicht, fühlt sich aber nach Baumwolle an. Oder was auch immer. Ja, der Ausschnitt ist sehr dramatisch, wie man sieht. Ja, ich habe ja extra einen Top drunter gelassen. Wenn ich keinen Top drunter hätte, würde ich mir trotzdem eine Sicherheitsnadel hier machen, damit das hier nicht so, ne, zu freizügig wäre. Ja, weil das draußen doch ein bisschen kälter ist als geplant von mir, habe ich eine Strumpfhose an. Hier diese Stiefeletten, die habe ich mal wieder rausgekramt. Mit ein bisschen Haaren von den Katzen anscheinend. So. Die Haare einfach nur so zum Pferdeschwanz. Ich habe vorhin Kaffee getrunken. Vielleicht ist der Lip Liner ein bisschen verschmiert, weil ich viel Lipgloss drauf getan habe. Lippenstift im Sinne von Lip Liner. Mit Lipgloss habe ich das aufgetragen. Das ist ein schöner, frischer Ton. Die Augen, soweit es ging, ein bisschen fresh oder wie auch immer gestaltet. In Rahmen meiner Möglichkeiten, weil ich eigentlich immer noch schlafe und immer noch verpennt bin. Und ich, ja, so sehe ich nochmal aus, wenn ich versuche, mich im Halbschlaf zu schminken. Concealer ein bisschen habe ich heute auch aufgetragen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen wacher und strahlender aussehe. So, das kann ich euch präsentieren. Den Lip Liner, der ist von Alessandro. Alessandro ist ja die Firma für Nagellacke, die Nagellacke herstellt, aber die haben auch tolle Lip Liner, den habe ich mal auf der Beauty-Messe für 1 Euro bekommen. Mega geil. Den nehme ich auch mit. So. Weil das Wetter ja nicht so schön heute ist, wir haben ja kurz vor 9 morgens, ich bin kurz auf den Balkon gegangen, ich habe mir den Hintern abgefroren. Habe ich mal beschlossen, ich ziehe einfach so ein Kaschmir-Strickjäckchen drüber. Kaschmir ist ja halt ganz gut, das ist ja weich und leicht und nicht so schwer und es wärmt. Und darüber mein Bären-Outfit, die bärige Jacke, um ein bisschen stylischer zu wirken und wärmer. Ja, das ist mein Outfit of the Day, um ein bisschen weiblicher und stylischer auszusehen, ohne mir den Arsch abzufrieren. Was das Coole an dieser Jacke ist, zum Thema geh niemals ohne Glitzer aus dem Haus, ich habe ja so eine Sicherheitsnadel in Glitzer. Ja. Und dann kann man die schön hier zumachen, soweit es geht. Und dann ist es halt noch wärmer. Die hat nämlich irgendwie gar keine Knöpfe. Nochmal zum Thema, die niemals ohne Glitzer aus dem Haus. Das habe ich von meiner Schwester bekommen. Das ist so ein süßer Glitzerkäfer. Tada! So, das war's. Das Outfit von vorne, von hinten mit der schwarzen Tasche. Ich muss auch los, ganz wichtig. Ich sage immer viel, viel trinken. Viel trinken. Meine Nettoflasche. Ja, viel Spaß beim Nachstylen und das war's von mir. Ich muss los und meine Bahn erwischen. Ciao, ciao!